als real. So, und los geht's. Heute spielen wir Fruit Ninja 2. Jeder kennt von euch Fruit Ninja. Den ersten Teil kennt so ziemlich jeder. Es gibt es am Handy und überall, wo man das zocken kann, die Früchte durchschneidet. Und der Entwickler hat sich gedacht, die gibt dem Uwe einmal einen Key zum Testen und entwickle gleichzeitig natürlich das Fruit Ninja 2. Was ist Fruit Ninja 2? Eine bombastische Verbesserung zum ersten Teil. Ihr kennt es jetzt im zweiten Teil, nämlich mit Pfeil und Bogenschießen. Und es sind zig Kleinspieler drinnen. Und ihr könnt Multiplayer spielen und. Also sie haben es richtig, richtig gut gemacht. Werdet ihr dann gleich in dem Video sehen. Hat mir irrsinnig gut gefallen, sogar so eine Art Beat Saber Modus ist dabei. Das heißt, Musikrhythmus-Spiele, dann du musst ja auf so Steher aufstehen, so hocken, du musst... Ach, einfach gut gemacht. Es ist wirklich gut gemacht. Mein einziger Wermutstropfen ein bisschen ist vielleicht der Preis. War 24,99 ist schon für Fruit Ninja schon daher, finde ich jetzt. Oh, aber okay, ist dem Entwickler seine Sache. Wie gesagt, das Spiel ist auf Steam. Voll cool. Also mir hat es gut gefallen. Von mir einen klaren Daumen nach oben. Der von mir noch kein Abo hat, bitte Abo abschließen, weil 473 Abos war natürlich Zeit, dass jetzt bald irgendwann endlich die 500 geknackt sind. So, also ich wünsche mir bitte ein Abo und ein paar Daumen. Das war so lieb von euch. Tschüss, Papa, euer Uwe. Only the Wir befinden uns hier in Fruit Ninja 2. Jeder von euch wird Fruit Ninja kennen. Also den ersten Teil kenne ich, einfach Säbel und so Sachen zerstickeln. Und jetzt sind wir da im Fruit Ninja 2. Und so wie es ausschaut, da oben auf dem Bild gibt es jetzt einen Säbel, Pfeil und Bogen vielleicht und noch irgendwas. So, meine Hände sind da vibriert gerade was. Da kann ich nicht draufdrucken, weil es vibriert in der Hand. Muss ich da länger drauf bleiben? Na, no, keine Ahnung. Ah, ja, das ist die Rolle, aha, okay. Missionen, Karte, Waffenkammer, Einstellungen, Bogen, Bewegung, das brauchen wir nicht. Die Karte, wo was ist, okay. Waffenkammer, Einstellungen, es schaut auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie das sieht, sehr. Schauen wir mal, ob ihr das aussieht. Ja, sehr schön und scharf aus. Das klappt mal jetzt wieder ein und wir gehen mal so an. Da habe ich noch keine Waffen oder irgendwas eingesteckt. Ah, da ist ein Pfeil und Bogen. Funktioniert ja gleich. Dann schießen wir mal auf den da. Oh! So. Dann schauen wir mal, was da so los ist. Ich bin jetzt nicht gerade der Fruit Ninja Fan. Kommen wir da auf den schießen. Ah, 1 von 10, okay. Also von dem müssen wir alle einklappen. Da geht es schon mal auf. So, was passiert da? Da ist nichts. Mein Pfeil und Bogen habe ich behalten. So, meine Controller vibrieren die ganze Zeit, ich habe keine Ahnung warum. Schauen wir mal, was da passiert. Ah, da kann man sich hinstellen. Oh. Ah! Fruit Ninja eben. Combo. Und das ist noch immer gleich, da gibt's. Oh, da gibt es wieder diese bösen Handgranaten und jetzt habe ich gerade so einen. War geil. Oh, jetzt habe ich gerade so einen nichts dabei. Wo kommen wir denn her? Da darf man wieder nicht auf die Bomben hauen. Ach, habe ich jetzt eine Bomben erwischt, ne? Verfallt, Gott sei Dank. Komm auf. Ah, Bombe. Gibt es noch nicht? Boah. Nur Bomben. Also die Bomben wird gar nicht hin, wenn man nicht direkt drauf hat. Auch nicht schlecht. Noch so leicht berührt, so wie da, kann man sie sogar wegschupfen. Das ist cool. Dann kann ich sie wegschupfen und dann ist auch mal Metzeln. Cool.
Ah, ich glaube, das war jetzt. Den Key habe ich, glaube ich, von Half-Brick Games gekriegt. Und das Spiel kostet, ich sage es euch aber gleich, sagenhafte 25 Euro, helfe ich mir. Ziemlich gut. 1274. Danke. Sehr gut. Damit haben wir das da gespielt, gell? Okay, und sobald ich da drauf fahre, geht es wieder von vorne los. Das heißt, man kann da ganz normal sein Fruit Ninja spielen. Da sind wieder Pfeil und Bogen. Aber da ist nichts. Oh, wo geht's denn da hin? Also gehen tut man halt mit diesem Teleportieren, man normal, ich kann zumindest, ich muss jetzt einmal probieren. So, den kann ich eh nicht, ich habe nichts. Ich habe keine Waffen mit. Kann ich den nehmen? Ah ja, Missionen. Belohnung, Beanspruchung, das Dojo verlassen, das habe ich schon gemacht. Geschafft, geschafft, geschafft. So, das ist cool. Allerdings 25 Euro ist natürlich schon ein Haufen Kohle. Ah, was gibt's denn da? Da muss ich mich wieder hinstellen, weil das schaut eher aus wie eine Schwertrunde. Ja. Ich habe nichts da. Wo soll ich denn draufhauen? Na wohl, da hinten ist ein Schwert da. Ah! Ah! Das kann man ja einstecken. Handwechsel, ne? Jawohl. Und dann kommt gleich ein neues. So. Schaut mal wieder sehr ähnlich aus wie das erste Spiel. Also ja, auf Fruit Ninja steht, ist das Spiel natürlich definitiv was. Allerdings, man muss natürlich auch sagen, es ist halt Fruit Ninja, gell? Es ist jetzt bis jetzt immer das Gleiche. Da war einmal, ist es immer das Gleiche. Deswegen werde ich jetzt dann einmal schauen, ob es da was anderes auch gibt. Ich werde jetzt einmal Bomben metzeln. Das kommt gar keine. Bombe! Ich würde gerne einmal verlieren. Jetzt gar keine. Zeit übrig. Also am Ende noch 44 Sekunden. Ich glaube, in der Runde gibt es gar keine Bomben. Da hat man, glaube ich, einfach nur diese 2 Minuten oder was das jetzt waren. Zeit. Und in die 2 Minuten muss man wahrscheinlich so viel wie möglich schaffen. Ich werde euch jetzt nicht mehr langweilen mit normalen Dings. Ich werde mal schauen, ob es den Pfeil und Bogen was gibt. Zeit abgelaufen. Haha, diesmal nehme ich aber meine Schwerter mit. So, 315 Euro zum Schneiden beginnen. Warum ist Euro gesagt, da war es ja nicht. Das Spülgeil halt heute. Halt. Die Löbel sind riesig. Na gut, so dann geht das auf. Öffnen zum. Wow! Was haben wir denn da? Aha! Da gibt es auch so einen Souvenirshop, 3800, wo ist denn meine Kohle, weiß ich nicht. Greift zu einer Waffe her. Deine Geldbörse, da 4168. Lego Schwert. Zelda Schwert. Ist das jetzt schon gekauft oder was? Na, muss das dann da hinlegen wahrscheinlich, gell? Oder? Na, wie funktioniert denn das jetzt? Ich nehme mir das Schwert. Geht her und soll kaufen. Ah. Tun wir das weg. Ich habe jetzt das. Cool. So, dann schauen wir mal, da komme ich nicht hin.
keine Preise erhöhen, aber du wirst nichts Preise erhöhen. Hahaha. Jetzt ist aber hinten. Eklama. So, wo darf ich denn raufgehen? Da. Hopp. So, was haben wir denn da? Schnell, Sonderzustellung. Ah, schneiden, Musik. Sonderzustellung, Hauobst. Keine Ahnung. Ah, das eigene Schwert da hier. Schauen, was das kommt. Oh! Cool, also das war jetzt richtig cool. So, seine Schwerter ist schon weg. 170 von 177, nicht schlecht, ja. So, Sonderzustellung, probieren wir das auch noch. Normale Schwerter. Oh, kommt ein Dreieck. Ist da noch irgendwo wer? Na. Cool, also es ist doch nicht nur Fruit Ninja, es ist schon. Die haben sich dafür gedacht dabei. Boah. So. Was, den habe ich erwischt. So haben wir gedacht, dann gehen wir genau auf die Klingen springen. Komm, komm, schieß! Also ich muss ja sagen, das Spiel ist voll cool. Super, mein einziger Wermutstropfen ist ein bisschen der Preis. Wenn das so 15 Euro kosten darf. Ein Traum. 25 Euro ist halt schon. Also aktuell gibt es ja wohl diesen Oculus da noch. Bei mir zumindest wieder diesen 30% Gutschein. Hab ich jetzt gerade wieder drin. Jawohl, geschafft. 128 Kronen, wie viel? 48 von 56, das ist ja nicht so schlecht. Hau das Obst, das ist der nächste. Boah, dann ist kommen in Fahrt und. Also da geht es ja weiter. So viel, ich kann noch nicht so viel spülen, weil sonst dann wird er überhaupt nicht mehr fertig. So, schauen wir, wie gut das Schwert noch da ist. Ja. Mal schauen wir, was es noch gibt. Aber das ist geil. Also ich möchte gerne wissen, wie viele verschiedene Runden da jetzt noch gibt und wie viele coole Sachen da kommen. Aber das sollte jeder von euch selber spielen. So, das war es gerade, mehr ist der Hauer. Ah, da ist ein Hautier. Na, da geht nichts auf. Null, Bestzeit, also, da ist auch noch was. Oder natürlich auch noch was. Ja. Ich habe nichts. So, da. Ah, okay. Oh, Kugel. Du musst da schnell auf den Ständer aufhupfen. Meistens gelb. So schnell bin ich nicht. Ich bin runtergefallen. Ah, jetzt musst du wieder von vorne anfangen. Okay, 21 Sekunden habe ich durchgehalten. Aber ist egal. Wollen wir jetzt gar nicht weiter probieren. Es geht ja wirklich darum, einmal kurzfristig das Spiel zu zeigen. Also das war jetzt auch cool. Die Ideen werden immer besser. Wenn jetzt noch Pfeil und Bogen auch noch kommt, dann ist das schon geil. Das mit der langen Stirn hätten sie sich ein bisschen sparen können. So, da drin waren wir schon. Da habe ich leider keinen Pfeil und Bogen mit. Dann kann man wahrscheinlich da auch von dir alle Zähne da oben abrasieren.
Boah, es geht weit oben. Mal schauen, ob da noch was ist. Ah, da geht die Stirn jetzt oben auf. Oh, das nimmt ja gar kein Ende, das Spiel. Also die Level sind riesig, das Level ist riesig. Spieler dürften ganz, ganz, ganz viele sein. So, was haben wir denn da? Multiplayer-Region. Dann probieren wir das einmal. Tschuck. Puh. So. Also jetzt kommen wir da ins Multiplayer. Wenn das Multiplayer noch dabei ist, puh. Pfeil und Bogen hätten wir noch hab. Da ist was. Anmelden. Stiehl den Apfel, indem du auf ihn schießt. Verteidige den Apfel mit deinem Schild. Behalte den Apfel für 30 Sekunden, um zu gewinnen. Okay, das heißt, die anderen müssen dann auf mich schießen wahrscheinlich. Mhm. Wo ist mein Schwert? Hey, ich hab's nicht mehr. Aha, das gibt's da wahrscheinlich nicht in dem Level. Das kann natürlich auch sein. So, also. Derweil habe ich noch keine Mitspieler. Wir haben das alleine. Ah, bei dem Bogen. So, da muss noch Spieler auch sein. Hey, das wäre kommen. Silvia Mukheni. Wo ist die Silvia? Hören du, wo bin? Sehen du, ich kann. Na, da ist sie aber nicht. Hä? Sein, dass ich mein Mikro abgeschalten habe. Das weiß ich jetzt nicht in den normalen Systemeinstellungen. Aber sie ist auf jeden Fall nicht da. Es wird da einer angezeigt, der nicht da ist. Ah, da ist sie. Hallo Silvia. Jetzt ist sie weg. So. Das ist das nächste Spiel da dort. Das ist ja Wahnsinn. Ach, das kommt jetzt schon wieder. Keine Ahnung, was es da schon wieder geht. Ah. Ich würde sagen, das funktioniert gut. Also, da kann man schießen. Hallo. Du Klein. Ich möchte gar nicht wissen, was du willst. Hallo Silvia. Ich hab dir jetzt auch geschossen. Ja. Da kommt man nicht rein. Die tut man nämlich auch noch. Naja. Ich schieß dich jetzt ab. Grüß Gott. So, na ich gesagt, wir gehen mal wieder, weil. Da bin ich der Spieler und da kommt kein zweiter. Dann haben wir das wieder verlassen. Aber warte mal, ist die jetzt noch da? Ah, die ist trotzdem noch da. Okay, die ist da in dem Raum. Oder muss ich da jetzt irgendwo einsteigen? Nein. Okay. Wurscht, man muss ja nicht alles ausprobieren. So, wir verlassen wieder die Multiplayer-Zone. Wieder ein bisschen zurück. Puh, anstrengend. Da waren wir jetzt an da oben. Also da oben auf dem Turm ist die Multiplayer-Zone. Nein, ich will da schneller runter. Da waren wir auch schon drin. Boah, das war jetzt in der ersten Tür von dem Hauptgang. Super. Da oben geht es weiter und da geht es auch weiter. Da ist normales Fruit Nina. Klar. Ah, da oben steht es, hey, klassisch. Bogenschießen! Da ist die Bogenschießarena. Man muss ja nur ein bisschen genau schauen. Hehe, da oben ist er. Was weg. Hey,
triffst du damit? Wie willst du das treffen? Dann kriegst du auch schon einen Orden, wenn du was triffst. So. Cool, da kann man sich jetzt Bogen kaufen. Also es gibt da eigene Bogenarena, es gibt da eigene Dings. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir da irgendwo Bogen schießen können. Das schaut aus wie eine Bogenarena. Ja, da schaut's mal, wie ich beim Bogen schießen bin. Wie geht das auf Klaus? Klaus Schwierigste. Auf eins von den schweren, weil das andere habe ich schon irgendwann einmal gespielt. Wow. Fällt mir ein Rob. Erwischt. Ja, da schaut's mal, wie ich drin. Alle drei. Wow, cool. Also mir taugt das Spaß jeder. Der Fruit Ninja gern spielt. Es ist definitiv mehr als nur zu empfehlen. Einzige Hocken ist halt wirklich der Preis, finde ich jetzt halt. Also schaut da grafisch lieb aus. Boah. Wow. Heilig. Fertig. War glaube ich zu langsam. Alle erwischt, aber jetzt gibt es auch wieder Punkte und Geld, wo man sich dann bessere Bogen und so Sachen kaufen kann. Also es ist jetzt nicht schlecht. Gell? Also sehr großes Spiel, also da kann man sicher noch wieder mal einige Sachen mehr machen. Da muss man noch schnell schauen. Oh, rüber! Ah, super zum Schießen, also wirklich mit dem Pfeil, ich nehme an, dass der wahrscheinlich dann auch noch verschwindet, gell? Dass man dann keine Hilfe mehr kriegt. Okay. Passt, ich hätte gesagt, ich bin fertig. Gut, also es gibt wirklich alles Pfeil und Bogen mit den verschiedensten Levels. Es gibt auch so komische Zahok mit Strempeln. Es gibt das normale klassische Fruit Ninja. Es gibt die Stores auf beide Seiten. Also eigentlich relativ durchdachter Nachfolger, der natürlich viel größer, der mit dem ersten Teil gar nichts mehr zu tun hat. Also schon noch, weil man das gleiche Spiel spielen kann. Ja, und das war's. Das ist Fruit Ninja. Ich habe sicher jetzt wahrscheinlich nicht alles gezeigt. Also es gibt wahrscheinlich sicherlich noch irgendwas, was ich jetzt nicht gesehen habe. Das Dojo betreten. So, das gibt es auch noch. Da gibt es eine Sache, die man gekauft hat wahrscheinlich. Das ist da oben, weil das habe ich ja gerade früher gekauft. Genau, da kann man sich jetzt auch noch Sachen... da kann man gleich direkt, wo man schon gewesen ist, sich hinteleportieren. Also ich nehme an, dass ich da irgendwo noch nicht war. Dass da vielleicht noch was versteckt ist. Aber das ist auch cool, man kann sich dann direkt um teleportieren, weil eben, das war ja doch... relativ anstrengend, das ganze Zeit so noch der Reihe dorthin zu. Die ganze Zeit irgendwo hinzugehen. Ne? Das gehört mir, das kann ich mitnehmen und habe auch jederzeit mit. Also warum es dann wieder weg war früher, weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt zum Beispiel vorstellen, ich will es jetzt einfach nur probieren, auch teleportieren und bin schon wieder da. Sehr gut. Also das ist jetzt durchdacht, wie komme ich aber wieder zurück? Habe ich da eine Chance, dass ich da wieder zurückkomme? Moment, das kann ja nur eine von den Menütasten sein. Die vielleicht. Nein, da komme ich nicht hin. Da komme ich eigentlich nur in Steam zurück. Und da kann ich auch nichts machen. Und da kann ich nur einen Screenshot machen.
Okay, na, weiß jetzt nicht, wie man momentan zurückkommt, aber es funktioniert, man kann sich zumindest wenigstens herbeamen. So, ich hätte gesagt, alles gut, super Spiel soweit. 24,99 ist halt die Frage, aber ansonsten, tschüss, Baba, euer Uwe, bitte einen Daumen und ein Abo da lassen. Ciao!